Ja, aber wir sitzen und da, du sprichst das, was du sprechen willst. Reinhard Rohr spricht, was er will. Ja, warum biegen sich die meisten so irgendwie im Slalom-Stil in Richtung Wohlgefallen oder veröffentlichter Meinung? Wenn ich das gleich sagen darf, bitte. Diesem Typ entspricht ja der Reinhard Rohr, den ich da mitten in der Diskussion einmal zu einem Gerhard gemacht habe. Nicht. Ja. Denn dieses Anpassen, das ist dieses ständige Slalomfahren. Oder Chamäleon sein. Keine Kanten zeigen. Ja. Keine klaren Aussagen bei Medien, in Interviews im Fernsehen, beim Hörfunk, in den Zeitungen zu treffen, hat zur Abwertung des Politiker-Image bei den Jungen geführt. Richtig. Und der Reinhard Rohr ist einer, der sagt, was er sich denkt. Da kennt man sich aus, da muss man nicht mit allen seiner Meinung sein. Mhm. Er verlangt es ja gar nicht. Aber er sagt, was er für richtig hält, und die anderen tun da so herumwischen. Mhm. Und herum. Und die haben, die Letzteren, durch die Präsentation in den Medien, sagen wir wieder bei neuen Rahmenbedingungen, richtig, dazu beitragen, dass die Politik abgewertet worden ist. Und denen muss man entgegentreten. Und denen entgegentreten kann man nur dort, wo jeder eine Stimme hat, bei einer Wahl. Wer ist, was er ist, oder er ist das, was er ist. Das heißt Identität. Und die Identität musste auch durchstehen, Reinhard Rohr. Die Angriffe oder die Anwürfe sind ja oft einmal so gewaltig, dass man oft einmal sich selber nicht auskennt. Und gerade als Politiker ist man ja in diesen weißen Rauschen der Medien voll eingehüllt. Wie putzt man sich da ab? Wie taucht man da auf? Wie schafft man das? Na, ich glaub, glaubwürdig. Ich persönlich bin überzeugt davon, wenn man mit den Medien so umgeht, dass man ehrliche, korrekte Basis hat, dann hat man mit den Medien grundsätzlich kein Problem. Ein Problem hast eher mit dem politischen Gegner, der also versucht, irgendwie mit Anschuldigungen, mit Unterstellungen einfach herauszufordern, eine Diskussion zu entfachen, zu polarisieren. Und ich denke mal, die Polarisierung ist vielleicht auch nicht immer das beste Mittel von einer sachlich orientierten Politik. Ich selber bin also grundsätzlich eher ein Sachpolitiker. Ich habe das ja bewiesen als Gemeindereferent, als ich das im Jahr 2004 geworden bin, habe ich also eine schwierige Aufgabenstellung von mir gehabt. Gemeinden mit zunehmenden Erfordernissen, ihre Haushalte auszugleichen und dann da entsprechende Rezepte zu entwickeln, wo man sagt, wie kann man Qualität halten, wie kann man reformieren, wie können wir sporen, ohne dass die Bevölkerung darunter leidet, und wie können wir zusätzlich Geld aufstellen? Das ist ein Thema, das muss man durchziehen. Ja. Das war nicht immer leicht. Da haben auch sogar meine eigenen Bürgermeister oft einmal gesagt, naja, du schränkst dich selber zu ein, wenn du da so einen konsequenten Weg hast. Aber am Ende hat mein Weg mir recht gegeben, weil ich habe aus 49 Abgangsgemeinden von 132 im Jahr 2004 im Jahr 2008 12 Abgangsgemeinden gemacht und habe dadurch unheimlich viel auch an Finanzmasse freikriegt für Investitionen. Und das ist ja wieder für Leute draußen, in den Gemeinden, für Infrastruktur, für Einrichtungen, die die Menschen brauchen, wo es auch sozusagen um das Lebensgefühl der Menschen geht, wo sie sagen, bei uns ist es eigentlich schön, weil die Rahmenbedingungen stimmen. Und das macht dann wieder Heimat aus. Das macht so viele Bindungen aus, die wir ja auch brauchen. Die Leute haben ja alle Bindungen in ihre Gegend, haben Bindungen zur Region, wo sie herkommen. Und wenn wir das stärken, dann denke ich, wir haben auch Identität. Richtig. Und die Identität braucht man.